Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie auch heute wieder herzlich willkommen heißen zu dem Vortrag heute Abend. Ich möchte auch diese Gelegenheit wahrnehmen, mich bei der Physik und bei Herrn Professor zu Putlitz dafür zu bedanken, dass Sie die Weiterführung dieser Serie unterstützt haben und uns heute Abend auch Ihr Auditorium zur Verfügung gestellt haben. Und Ihnen möchte ich dafür danken, dass Sie das sehr gut füllen. Und als erstes möchte ich doch Herrn zu Putlitz bitten, Herrn Meyer-Leibniz uns vorzustellen. Lieber Herr Meyer-Leibniz, mir wird heute die Freude und die Ehre zuteil, Sie von dieser Vorlesungsreihe Emeriti erinnern sich zu begrüßen und Ihnen für Ihr Kommen zu danken. Herr Kollege Marx hat diese Sequenz von Vorlesungen initiiert. Ihm gebührt Dank, dass er uns bewusst gemacht hat, dass wir unsere eigene Wissenschaftsgeschichte sträflich vernachlässigen. Vielleicht gehen gerade Völker mit einer sehr alten Kultur viel nachlässiger mit ihrer eigenen Kulturgeschichte um, als jene, bei denen nach unseren Standards alles zur Neuzeit passiert ist. Deshalb willkommen in Heidelberg, Herr Meyer-Leibniz. Wir haben die Wissenschaft in Deutschland in ganz besonderer Weise geprägt durch ihre fundamentalen Beiträge zur Physik, aber auch durch ihr Wirken als Wissenschaftspolitiker. Unvergesslich ist mir Ihre Rede im Kölner Dom an den Papst über Aufgabe und Verpflichtung der Wissenschaftler, über Wahrheit und Moral in den Wissenschaften. Mit Heidelberg sind Sie glücklicherweise besonders verbunden. Nach Ihrer Promotion bei James Franck in Göttingen kamen Sie 1935 zu Bothe und blieben hier bis 1951. Koinzidenzmethode, Kernumwandlung, Compton-Effekt, Neutronen und Kernresonanzfluoreszenz waren Ihre damaligen Themen. Ihr Schüler Mösbauer entdeckte hier im Laufe seiner Dissertation den später nach ihm benannten Effekt, der bis heute häufig mit dem fälschlichen Adjektiv rückstoßfrei versehen wird. Ihnen hatten es die Neutronen angetan. Sie zogen nach München und bauten den Münchner Forschungsreaktor. Wenn ich es richtig sehe, setzten Sie die erste Kettenreaktion in Deutschland in Gang. Mindestens die erste Kettenreaktion, die signifikant Neutronenflüsse produzierte. Und da wir ja gerne experimentieren in dieser Vorlesung, habe ich mir überlegt, dass ich Ihnen auch zu Ehren eine Kettenreaktion hier produziere. Passen Sie mal gut auf, was jetzt passiert, wenn ich hier das Neutron in diesen Reaktor fallen lasse. Passiert mir erst gar nicht, wie meist bei allen Experimenten. Aber Kettenreaktion. 100 Mausefallen. München wurde bald zur Mekka innovativer Neutronenphysik. Fast alle wichtigen Neutronenstreumethoden, die so viel Neues über die Festkörper, aber auch zum Beispiel über Biomoleküle erbrachten, wurden von ihnen vorgeschlagen, angeregt, verbessert, von ihren Schülern immer weiterentwickelt und gebaut. Sie sperrten Neutronen in Leiter ein, schlugen ihnen mit Turbinenschaufeln auf die Nase, um sie langsamer zu machen, ließen sie im Schwerefeld der Erde nach oben steigen und fingen sie wieder auf, wenn sie wieder runterkamen, legten damit praktisch die Grundlagen zu dem Einfang von Neutronen in Fallen, in denen sie heute mit höchster Präzision und Empfindlichkeit studiert werden können. Sie selbst zogen weiter und bauten in Grenoble den deutschen Höchstflussreaktor, den europäischen Höchstflussreaktor, ein einmaliges Forschungsinstrument, von dem wir alle bis heute profitiert haben. Die Zusammenarbeit der Hochschulen an einem Großgerät lag ihnen ebenso am Herzen wie die europäische Zusammenarbeit in der Forschung, wie ihre Initiative beispielsweise zur Gründung der European Science Foundation zeigt. Von Grenoble ging es über ein kurzes Münchner Intermezzo zur DFG nach Bonn. Hier danken wir Ihnen vor allem Ihren Einsatz als Sprecher der Wissenschaft in der Politik,
aber auch ihr erfolgreicher Kampf gegen die Überbürokratisierung in der Forschungsförderung. Ich habe mir überlegt, ob ich auch zu Ihrer Bonner Zeit hier am Tisch ein Experiment vorführen sollte. Beispielsweise Saltimbocca in 8 Minuten oder Omelette Surprise in 3 Minuten. Habe dann aber Ihr Kochbuch für Füchse doch aus Angst vor persönlichem Misserfolg wieder aus der Hand gelegt. Lieber Herr Meyer-Leibniz, den Hörern dieser Vorlesung alle Ihre Ehrungen mitzuteilen, hieße eine weitere Viertelstunde der kostbaren Zeit zu verbrauchen. So lasse ich es mit Heidelberger Bezügen bewenden. Sie sind Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Der Universität gehören Sie als Ehrensenator an. Willkommen also in Ihrer Alma Mater. Bitte schön. Gut, danke schön. Ich will vielleicht mit einer Warnung beginnen, nämlich manche von Ihnen sind vielleicht gekommen, weil man von den Älteren auch was lernen kann. Und ich bin da, dann will vielleicht gleich sagen, was ich mit Lernen von den Älteren meine. Lernen ist natürlich wichtig. Man lernt jeden Tag von allen, die man kennt. Man lernt allein oder mit anderen. Und das hört nie auf, das weiß ich jetzt am besten. Aber das Lernen soll nicht zur Nachahmung führen. Ich habe früher den Jungen immer gesagt, ich will Ihnen gern raten, aber tun Sie nicht, was ich sage. Sie allein müssen Ihren eigenen Weg gehen. Und ich meine, dass der Erfolg mir recht zu geben scheint. Mösbauer jedenfalls hat in seiner Nobelpreisvorlesung öffentlich gesagt, er hat nie getan, was ich ihm gesagt habe. Nun, vielleicht, ich muss natürlich mit Jugend und Schule anfangen. Und wenn ich es ganz kurz, ich habe in meiner Jugend viel Glück gehabt. Es war ein gutes Gymnasium mit Latein und Griechisch, Englisch, Französisch und eher altmodisch, aber solid. Ich komme gleich darauf zurück. Und dann hatte ich ein Elternhaus voller Bücher, erst deutsche, dann französische, dann englische. Und meine Eltern haben mich angeregt zu handwerklichen Arbeiten, die mir bis heute gut tun, wenn im Haus was kaputt ist. Und natürlich habe ich dort auch gelernt, die Menschen zu schätzen, die solche Dinge machen. Also meine Hochachtung vor den Handwerkern hat mich erstens immer gefreut und zweitens hat sie mir auch immer sehr genützt. Nun, mich beschäftigt eine Frage, und es ist eine Frage, die ich vielleicht auch an Sie richten kann oder sollte. Nämlich, wie vergleicht sich mein Bildungsgang, der damals auch normal gelten konnte, mit dem, was heute mit einem einigermaßen begabten jungen Menschen unter 18 geschieht? Ich weiß die Antwort nicht. Ich meine, dass es darüber große Kontroversen gibt. Und besonders in den USA wird das Problem als ganz akut empfunden. Die Erziehung gilt als einer der entscheidenden Faktoren für den Fortschritt der Nation. Ich glaube, wir sind zurzeit nicht so auf solche Dinge eingestellt. Und natürlich mit Betonung des Einbaus der Naturwissenschaften. Ich selbst bin der Meinung, dass die Schule das, was man für sein Fach später lernt, durch eine Bildung in anderen Bereichen ergänzen soll. Einfach, aber so, dass man es lang behält. Und dann noch etwas. Zeitgeistthemen, also heute etwa Umwelt, sind halb verstandene Probleme. Sie gehören nicht an die Schule. Was man noch nicht gut kennt, was kontrovers ist, kann man nicht lehren, man kann nicht einfach den Spiegel vorlesen. Und viel mehr kann man nicht tun. Ich weiß selber, wie schwer es ist, sich in diesen Gebieten zurechtzufinden, obwohl ich die besten Leute in der Welt fragen kann. Nun zum Studium.
Das Studium der technischen Physik, das gab es damals schon in Stuttgart, und ist eigentlich fast wieder ausgestorben, ähnelte in den ersten Semestern eher dem Maschinenbau. Mein Vater wollte immer, dass ich Maschinenbauer werde, das war wohl ein Grund für mich. Es ist eine solide, praktische Kenntnis der Mathematik. Eine erste Einführung in das Konstruieren, was man natürlich später beim Apparatebau sehr genützt hat. Technische Mechanik, ein Lieblingsfach. Einführung in die Elektrotechnik. Die große Physikvorlesung und Praktikum, das haben wir nicht so ernst genommen, das kam ja, mussten wir sowieso lernen. Und schließlich eine Einführung in der Chemie mit Praktikum, und da habe ich ziemlich versagt, weil man da gab es eine Spezialsprache, und nachdem wir von Atomen nichts wussten und die Physik noch nicht konnten, haben wir da keine großen Fortschritte gemacht. Natürlich bei den Vorlesungen Mathematik oder so, da gab es Übungen und gute Bücher, und Erfolg war, dass man das Gelernte wirklich beherrschen und anwenden konnte, was uns bis heute nützlich ist. Dies ist ein entscheidender Punkt bei der Lehre. Man soll nicht mehr lehren, als die Studenten mitnehmen können. Natürlich muss man es so einrichten, dass sowohl die sehr Begabten wie die weniger Begabten etwas entsprechend ihren Fähigkeiten mitnehmen können. Aber ankommen tut es nur auf das, was bleibt. Das wird heute oft vernachlässigt. Dann heute ein großes Problem, das eigentlich zum Teil neu ist, jedenfalls viel größer. Wir leben in einer Zeit, in der der Kenntnisstand unserer Wissenschaft ungeheuer schnell gewachsen ist und weiter wächst. Heute muss man sicher anderes und natürlich eigentlich mehr lernen, als um für das kommende lange Berufsleben, also die nächsten 40 Jahre, vorbereitet zu sein. Aber das Mehr hat enge Grenzen, denn unser Hirn wächst nicht mit den Generationen. Die Aufgabe der Auswahl und der Darstellung und Einübung dessen, was die nächste Generation als Grundwissen in den einzelnen Wissenschaften braucht, ist eine ungeheure und bleibende Herausforderung für die Universitäten geworden. Da wird viel zu wenig davon gesprochen. Wir brauchen die Anstrengung der Besten und vor allem auch derer, die selbst an dem Fortschritt mitgewirkt haben, um dieses Problem zu lösen. Nun, nach der Stuttgarter Zeit kam ich im Herbst 31, also 4 Semester Stuttgart, für den zweiten Teil meines Studiums nach Göttingen, das damals eine der Hochburgen der Naturwissenschaft war. Die Mathematik kam wieder auf einem höheren Niveau, theoretische Physik sollten wir lernen, um nun die Naturgesetze und vor allem die Einführung in die neue Quantenmechanik und Wellenmechanik zu lernen. Und bei mir war was ganz Merkwürdiges, nämlich im ersten Semester, gleich die ersten Tage, wurde ein Seminar für Astrophysik eröffnet mit dem Physiker, dem Experimentalphysiker Frank, dem Theoretiker Born und dem Astronomen Kienle. Und das war alles schon vorbesprochen, es gab nur noch ein Thema, nämlich experimentelle Methoden der Astrophysik. Und da habe ich mich gemeldet und verstand überhaupt nichts. Und nach 6 Wochen, wo ich nichts anderes getan habe, habe ich das Seminar gehalten. Und dann haben der Born und der Kienle haben Streit gekriegt über etwas, was ich gesagt hatte. Und ich hatte recht. Und das hatte einen ungeheuren Einfluss auf das Selbstbewusstsein. Verstehen Sie, Selbstbewusstsein ist ja kein Hochmut, sondern es ist das Gegenteil, dass man sich trotz allem was zutraut. Und das zum ersten Mal gelernt zu haben, dass man mit dem, was man wirklich gelernt hat, Recht bekommt und es auch verteidigen kann, das war von entscheidender Bedeutung für mein weiteres Studium. Nun was anderes, was Sie mir vielleicht nicht glauben, was mir aber sehr wichtig erscheint, das ist, ich will es vielleicht ein bisschen lapidar sagen, nach dem, was ich erlebt habe, bot die Universität ein Bild, in dem statt Selbstsucht und Karrieredenken das wissenschaftliche Interesse und gegenseitige Zuneigung, das gehört dazu, die Haltung der Mitglieder und wieder in erster Linie der führenden Mitglieder bestimmen.
Ich kann nicht beweisen, damit ich damit recht habe. Und natürlich weiß ich, dass sehr viele das nicht glauben oder nicht so erlebt haben. Das muss ich alles zugeben. Ich selbst war ungeheuer beeindruckt von der Haltung von James Franck, der in dieser Hinsicht ein wirkliches Vorbild war und großen Einfluss auf mein künftiges Handeln hatte. In vielen Gesprächen, bei denen ich anwesend war, habe ich nie ein eigennütziges Wort von ihm gehört. Und ich kam also 31 nach Göttingen, im Dezember 32, da gab es eine Prüfung für Doktoranden und ich wurde bei James Franck angenommen. Aber dann kam der 30. Januar 1933 und die große Zeit in Göttingen war ganz plötzlich zu Ende. Es ist unglaublich, wie schnell so etwas gehen kann. Innerhalb weniger Wochen brach die bisher so freundliche Kommunikation an der Universität zusammen, weil man nicht mehr wusste, was man von den anderen zu erwarten hatte. Franck war von den Beamtengesetzen zunächst nicht betroffen als Kriegsteilnehmer, aber er hat sein Amt sofort zur Verfügung gestellt. Nach seinen Weckungen und nach dem Weckern der anderen jüdischen Wissenschaftler erlosch jede konstruktive Aktivität. Ich konnte kaum mehr von jemand Rat bekommen. Ich musste mein Thema allein ausführen. Es handelt sich um Elektronenstoße für den langsamen Elektronen. Und gelegentliche Briefe nach Kopenhagen haben auch nicht viel genützt. Das Einzige, was ich sagen kann, wenigstens hat es meine Selbstständigkeit begründet und gefestigt. Als das Manuskript fertig war, fuhr ich mit den damals erlaubten 10 Mark in der Tasche nach Kopenhagen und Franck und seine Frau haben mich aufgenommen, ich diskutierte mit ihm und ich durfte im Kolloquium von Niels Bohr meinen ersten Kolloquiumsvortrag halten. Es handelt sich um Stöße langsamer Elektronen mit Edelgasen und man konnte damit Rechnungen über Gasentladungen machen, also die Leuchtröhren vorbereiten. Und außerdem fand ich, dass die Elektronen bei gewissen Energiezuständen, vor allem beim Helium, kurzzeitig Teil des Atoms werden, dass es also nicht mit Störungsrechnungen zu behandeln ist. Und später wurde ja das negative Heliumatom gefunden. Das war also die Promotion. Am Tag meiner Promotion, am 14. April 1935, kam Professor Joos als Nachfolger in das Institut, was vorher dem Professor Pohl stellvertretend unterstand. Nach einer Woche nahm er mich als Hilfsassistent an und in den nächsten Wochen haben wir über alle möglichen Themen gesprochen. Seine Familie war noch nicht da. Und ich habe in Erinnerung einen ganz merkwürdigen Vorschlag, nämlich er sagte, ja, jetzt gibt es also Radioaktivität mit Alpha-Strahlen, mit Beta-Strahlen. Warum gibt es nicht Radioaktivität mit Neutronen? Und ich muss gestehen, ich habe ihm das ausgeredet. Ich habe gesagt, wissen Sie, Radioaktivität braucht eine Potentialschwelle. Wo ist die Potentialschwelle mit Neutronen? Aber Sie wissen natürlich alle, nein, nicht alle, aber aber nicht sehr viel später, nach der Entdeckung der Spaltung, hat man in der Tat in einem Bergwerk entdeckt, dass Uran tatsächlich Neutronen aussendet, aber die Neutronen folgen auf die Spaltung, also einen Prozess mit einer Potentialschwelle. Wir hatten also beide recht. Allerdings, wenn ich das damals versucht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich viel zu wenig experimentieren gekonnt, um das damals schon rauszubekommen. Nun, unsere gemeinsame Zeit, die dauerte nicht lang. Ich kam im August desselben Jahres wurde ich Hilfsassistent bei einem der führenden Kernphysiker, Walter Bothe in Heidelberg. Er hatte in der Physikalischen Reichsanstalt bei Hans Geiger gearbeitet, der schon vor dem Krieg in England sehr schöne Arbeiten über die Streuung, sehr klassische Arbeiten über die Streuung von Alpha-Strahlen gemacht hatte, die das Atommodell begründet hatte, dass also der Atomkern ein winziger schwerer Teil im Atom ist. Bothe und Geiger
haben 1925, glaube ich, gezeigt, dass der Energiesatz bei der Streuung von Licht, wenn man Licht als Korpuskeln betrachtet, kann man das vorhersagen, gezeigt, dass der Energiesatz bei jedem Einzelprozess gilt und nicht bloß im Mittel, wie einige Theoretiker erwartet hatten. Und sie hatten dazu die Koinzidenzmethode erfunden, die sich nachher sehr entwickelt hat. Messung gleichzeitig auftreten eines Röntgenstrahls und eines Elektrons. Und noch 30 Jahre später, Geiger war schon gestorben, hat Bothe dafür den Nobelpreis bekommen. Bothe hatte sich dann noch in Berlin der Kernphysik zugewandt und war bei der Bestrahlung von Beryllium mit Alphastrahlen auf eine Gammastrahlung gestoßen, obwohl es nicht wie bei den normalen Umwandlungen auch die Aussendung eines Protons gab. Damit war der Wissenschaft ein Rätsel aufgegeben. Und Chadwick in England löste es, indem er nachwies, dass es dabei ein bisher unbekanntes Teilchen gab, ein ungeladenes Proton, also das Neutron. Und natürlich erhielt er dafür den Nobelpreis. Wir Experimentalphysiker kennen nichts Schöneres, als unerwartet ein Rätsel zu finden, das dazu zwingt, neue Wege zu gehen. Das wichtigste Beispiel, merkwürdig unbekannt, eine Messung von Rubens über das Spektrum der Strahlung eines heißen Körpers. Diese Strahlung konnte man nach den damals geltenden Theorien genau berechnen, aber das Resultat war ganz anders. Und Max Planck, der ein Freund von Rubens war, ist dadurch auf die Idee gekommen, dass man eine neue Physik braucht, gekennzeichnet durch das Planck'sche Wirkungsquantum. Mit ungeheuerlicher, Sie wissen, das ist die größte Umwälzung der Physik in diesem Jahrhundert. Wir sind immer amüsiert, wenn etwa die Philosophen solche Entdeckungen als crude facts bezeichnen, die ihre Bedeutung erst durch die Theorie erhalten. Darüber habe ich mit vielen Theoretikern darüber gesprochen, ohne zu einer Einigung zu kommen, muss ich gestehen. Nun, ich selbst habe in Heidelberg als erstes die Koinzidenzmethode gehabt, der ein Doktorand, Herr von Bayer, der dann auswandern musste, auf Kernumwandlungen angewandt hatte. Also Kernphysik und Koinzidenzmethode. Er hat mir rührend geholfen, sich mit dem neuen Gebiet vertraut zu machen. Und dann später war die allgemeine Richtung der Versuch, eine Kernspektroskopie der künstlichen Umwandlungen aufzubauen, wobei die Koinzidenzmethode eine wichtige Hilfe darstellte angesichts der Unvollkommenheit der anderen Methoden. Nun, dies war die Zeit, als es in der Kernphysik noch viel Grundsätzliches zu entdecken gab. Und bei einem oder zwei meiner Versuche bin ich Entdeckungen nahe gekommen, aber die Experimente waren zu schwierig. Ich will vielleicht nur ein Beispiel einer Zukunftsentdeckung erwähnen, das Folgen gehabt hat. Ich versuchte, es war meine Habilitationsarbeit, die Resultate der Koinzidenzmesser genauer zu machen durch Messungen mit vielen Gammastrahlquellen. Und dabei fiel eine Messung heraus, nämlich die Messung, wenn ein Positron und ein Elektron sich vereinigt, dann werden zwei Gamma-Quanten genau entgegengesetzt ausgesandt. Und da stimmte immer da hatte also zwei Zählrohre hier und da die Quelle, und es kam immer zu wenig Koinzidenzen heraus. Und die Erklärung war, dass das Positron zwar langsam wird, das stößt überall mit an, dagegen das Elektron in einem Atom, das fliegt um den Atomkern herum und hat deshalb eine Geschwindigkeit. Wenn jetzt das Elektron so fliegt, dann fliegen die beiden Gammastrahlen ein bisschen so. Und wir hatten plötzlich eine Methode, mein Name ist Benedetti, hatte das zuerst gemacht, die Geschwindigkeit von Elektronen in Atomen, also in Festkörpern, in Flüssigkeiten und so weiter, zu messen. Dies war für uns ein erstes Beispiel von angewandter Kernphysik in dem Sinn, dass mit kernphysikalischen Methoden Probleme anderer Gebiete untersucht werden. Das hat sich seitdem sehr ausgebreitet und wurde in München und später in Grenoble, da hat Herr von Putlitz schon davon gesprochen, unser Hauptarbeitsgebiet. Nun, die Kernspektroskopie, sagte ich schon, ging nur langsam vorwärts.
Es fehlte noch an guten Methoden, meist waren die Präparate zu schwach und es gab noch keine Theorie. Der Mangel an Theorie während des Dritten Reichs in Heidelberg war sehr schlimm. Die Zukunft der Kernspektroskopie war eher fern. Immerhin konnten wir wenigstens eine Anzahl von Kernmassen bestimmen. Und dazu gab es eine wichtige Arbeit von Karl Friedrich von Weizsäcker, ich glaube, es war seine Doktorarbeit. Die Abweichungen von dieser Theorie sollten bald wichtig werden, darauf muss ich noch kommen. Nun, Walter Bothe, der kam anfangs jeden Tag, um mir zu helfen und mich zu belehren, ganz freundlich. Als ich später mehr selbstständig anstrebte, ich erinnere mich das erste Mal, wie ich einen Vorschlag machte, der vielleicht nicht falsch war, da wurde er böse und verließ das Zimmer und kam erst nach einer halben Stunde wieder zurück, um dann vernünftig mit dir zu diskutieren. Und als ich später mehr Selbstständigkeit anstrebte, hat er mich ganz allein gelassen. Und höchstens, wenn ich einen Fehler gestand, bemerkt, das hätte ich ihnen auch sagen können. Er bestand auch darauf, dass jedem sein Problem allein gehört. Einmal hat er mir einen Plan gezeigt mit einem Ablenkmagnet und ich habe gewagt, einen Vorschlag dazu gemacht, hat er gesagt, ist das nun Ihre Arbeit oder meine? Ich habe meine Idee erst 14 Jahre später in München verwirklicht. Aber Bothe war ein großartiger Physiker mit gleichmäßiger Begabung für Theorie wie Experiment und dabei, so abweisend er manchmal sein konnte, von großer Warmherzigkeit. Ich habe ihm das nie vergessen, ich will die Beispiele nicht erzählen. Aber für mich war er nach James Franck das zweite ganz wichtige Vorbild. Mein älterer Kollege Gentner, der fast gleichzeitig mit mir nach Heidelberg kam, er war bei der Madame Curie in Paris, der war viel erfolgreicher als ich. Erstens hat er einen kleinen Van de Graaff-Beschleuniger mit anderen gebaut und er hatte gerade genug Energie, um die 16 MeV-Strahlung von Lithium, also die energiereichste Gammastrahlung, zu liefern. Und mit dem haben sie zu mehreren dann sehr schöne Umwandlungen gemacht, die wichtig waren für die weitere Entwicklung. Ich selbst habe in bescheidenem Umfang von dem Beschleuniger profitiert und vor allem verdanke ich sehr viel Gentners freundschaftlichem Rat. Er war mit dem man über alles reden konnte und der immer nützliche Ideen hatte. Ich will vielleicht die Kriegszeit übergehen, wegen Wehrdienst war ich an den Uranverein, also der Überlegungen zur Atombombe, ein Verzicht auf die Atombombe, stattdessen Versuche, einen Kernreaktor zu bauen, war ich nicht beteiligt. Ich will auch nicht von der ersten Nachkriegszeit sprechen, die mit einem einjährigen Aufenthalt in Texas als Mitglied einer Gruppe von deutschen Luftfahrtmedizinern, also vor allem Isotopenmethoden, endete. Als ich im Jahr Mai 1948, gerade kurz vor der Währungsreform, als fast einziger von dieser Gruppe zurückkam, war Bothe wieder Inhaber des Lehrstuhls an der Universität, den er 34 aufgegeben hatte, und ich bekam als Abteilungsleiter des alten Instituts, das jetzt ein Max-Planck-Institut war, eine Vertretungsfunktion und gleichzeitig war ich an der Universität für Lehre und Forschung eingesetzt. Und damit begann eine schöne Zeit in der neuen Freiheit. Mehrere jüngere Mitarbeiter kamen nach Heidelberg, Herr Schmelzer zum Beispiel sitzt hier, und wir haben viele Diskussionen gehabt. Und vor allem gelang es Bothe, den Theoretiker Hans Jensen von Hamburg zu gewinnen. Jensen war ein hervorragender Ratgeber für uns Experimentatoren. Die Kernmassen, die bekamen damals gerade durch eine wichtige Arbeit von Maria Göppert-Meyer in Chicago neue Bedeutung und in Heidelberg gab es dazu eifrige Diskussionen zwischen Jensen, Haxel, der inzwischen auch nach Heidelberg gekommen war, und Süß, einem Gast aus Hamburg. Daraus entstand die Theorie des Schallenmodells der Atomkerne, für die Frau Göppert-Meyer und Jensen den Nobelpreis erhielten. Dieses Modell gab auch entscheidende neue Anstöße für die Kernspektroskopie. Es war eigentlich die Geburt der wirklichen Kernspektroskopie. Damals waren wir noch recht isoliert in Deutschland. Es gab kaum Literatur.
Kernphysikalische Forschung war zum Teil verboten. Aber das bedeutete, dass man mehr diskutieren und selbst denken konnte. Damals habe ich gelernt, wie wichtig das ist. In der Tat wurden in dem ersten Jahrzehnt nach dem Krieg mehrere Nobelpreise vorbereitet. Und sehr wichtig waren die Studenten, die während des Kriegs älter als sonst waren, eifrig, lernbegierig nach Ausbildung, durch Forschung dürstend. Gemeinsam mit Bothe wurden die Themen für Diplomarbeiten und Doktorarbeiten beschlossen und unsere Vorschläge wurden meistens angenommen, auch wenn sie ganz außerhalb des normalen Arbeitsgebiets lagen. Natürlich blieb die Kernphysik der Schwerpunkt. Es gab zum Beispiel eine Arbeit zur Verbesserung der Zählrohrtechnik mit Proportionalzählrohren, die fast 100-mal größere Genauigkeit als bisher erlaubte. Es gab eine Zusammenarbeit mit Kliniken mit radioaktiven Isotopen und die Geschwindigkeitsmessungen an Elektronen, da wurde eine Methode entwickelt. Damals beschäftigte mich auch wieder das Problem der Resonanzfluoreszenz von Gammastrahlen. Resonanzfluoreszenz bei Atomen hatte mich schon in den Vorlesungen von James Frank in Göttingen fasziniert. Für Kerne gab es Vorschläge von Werner Kuhn in Zürich und dann neuere Arbeiten in Birmingham und in Schweden. Ich hätte gerne mein Glück versucht und Bothe sagte, ich wollte eine Doktorarbeit vergeben und Bothe hat gesagt, das ist doch viel zu schwer. Und dann habe ich gesagt, mache ich allein, aber da kam ich nicht mehr dazu. Und ich lernte einiges von Jensen, ohne allerdings es richtig zu verstehen. In der Zeit hielt ich auch zweimal anstelle von Bothe die große Vorlesung, Physikvorlesung. Die Studenten waren allerdings nicht besonders zufrieden mit mir. Manchmal haben sie gescharrt. Und die Zeit in Heidelberg, das muss ich schon sagen, gell? In Heidelberg war das Niveau so, dass ich das Gefühl hatte, es ist eine große Lektion in Bescheidenheit. Ich fand mich nicht besonders gut. Nun, mitten in diese insgesamt sehr erfreulichen Aktivitäten kam nun ein Ruf aus München auf den Lehrstuhl für technische Physik. Es gab ja damals nicht viele Physiker unserer Generation, und wir sind eigentlich alle berufen worden, wenn wir nicht gerade deutsche Physik gemacht hatten. Und ich trat also meine neue Stelle, nachdem der Otto Hahn, der Präsident, gesagt hat, Sie haben also einen Ruf nach München, den nehmen Sie natürlich an, wo kämen wir hin, wenn einer von unseren besseren Leuten einen Ruf bekommt und nimmt ihn nicht an. Hat er mich nachher nochmal angeschaut und hat gesagt, einer unserer besten Leute. Und da war ich sehr gerührt. Und so trat ich meine neue Rolle im Oktober 1952 an. Mein Vorgänger war Walter Meissner, der früher entscheidende Beiträge zur Kenntnis der Supraleitung geliefert hatte und die Tradition der Thermodynamik im Sinn des Gründers Karl von Linde von 1905 fortgesetzt hatte. Dass jetzt ein Kernphysiker gewählt wurde, entsprach einem Zeitgeist, der von der Kernenergie nach den Schrecken der Atombombe Wunder der friedlichen Anwendung erwartete. Das weiß man heute nicht mehr. Die Kernphysik war eine Zeit lang Symbol des technischen Fortschritts. An der Technischen Hochschule lehrte Georg Joos die Physik für alle Fakultäten bis zum vierten Semester. Die Aufgabe hatte, glaube ich, 1500 Hörer. Die Aufgabe in München war gewaltig, er musste sich mit anderen Aktivitäten, also bei Ausbildung durch Forschung, sehr zurückhalten. Und so kam es, dass für uns eine große Nachfrage zukam. Bei meinem ersten Seminar meldeten sich 550 Teilnehmer und ich vergab 90 Themen. Und alle waren lernbereit und viele davon sehr gut, ich glaube 30 sind nachher berufen worden. Und damit war klar, dass eine vielseitige Lehre und dazu Ausbildung durch Forschung meine Aufgabe sein mussten. Das war eine vollständige Änderung gegenüber der vorigen Tätigkeit. Bei den Vorlesungen habe ich selbst sehr viel gelernt. Die Studenten waren leider wieder nicht zufrieden. Mösbauer zum Beispiel erklärte, dass sie kaum zu verstehen waren. Aber
in den Prüfungen, wo ich großen Wert auf selbstständiges Denken legte, habe ich doch gemerkt, dass viele viel verstanden hatten, wahrscheinlich mehr, weil sie den Rätseln, die ich aufgab, selbst nachgehen müssen. Und das ist eine Erfahrung auch von der Zeit in Göttingen, eine sogenannte gute Vorlesung, in der man alles versteht, ist nicht immer die weiterführend beste. Eine sehr große Freude waren die Diplomarbeiten. Die Themen kamen aus ganz verschiedenen Gebieten, Dinge, die mir früher aufgefallen waren oder auf die ich bei den Vorlesungen stieß. Natürlich war viel Kernphysik dabei, meistens methodisches, auch Vorarbeiten für Beschleuniger, Messtechnik für Impulse. Und das war ganz lustig. Impulse gab es ja in der Elektrotechnik, in der Lehre praktisch nicht. Das hieß Hochfrequenztechnik. Und die ganze Behandlung von Impulsen war ein großer Gegenstand in meiner Vorlesung. Und die, die das damals gelernt hatten, waren dann nachher ein bisschen später zum Teil eine Art von Pionieren. Wir haben Dinge, die also heute milliardenfach gemacht werden, haben wir mit großer Mühe mit Elektronenröhren gemacht, also zum Beispiel die Flip-Flops und solche Dinge, schon lange vorher. Jede Arbeit erzeugte natürlich Fortschritte und neue Ideen und bald waren wir für eigenständige Doktorarbeiten vorbereitet und es kristallisierten sich neue Forschungsgebiete heraus, wie die Eigenschaften fester, das heißt nicht ideal vollkommener fester Körper, heraus. Es gelang mir auch, drei erwachsene Physiker für das Institut zu gewinnen. Michael Schön, der auch in Heidelberg war, Spezialist für Fluoreszenz, Ewald Fünfer, Spezialist für Kurzzeitmessungen und nukleare Messtechnik und schließlich Nikolaus Riehl, der mit Gustav Hertz nach dem Krieg in Russland war und ein bedeutender Festkörperphysiker war. Wir bekamen viel Unterstützung von Joos, von der Universität, also von Gerlach und vor allem von der Universität von Fritz Bopp, denn er selbst und vor allem seine jungen Leute kamen zu unseren Seminaren und vertraten dort die Theorie, die uns ungeheuer fehlte, nämlich damals war an der Technischen Hochschule die Quantenmechanik noch nicht Pflichtfach in der Physik. Wir hatten natürlich eine große Fülle auf kleinstem Raum, bald 50 Diplomanten und ein paar Jahre später waren es gleichzeitig 100 Diplomanten und 100 Doktoranden. Nun, dies erscheint doch wohl allen unglaublich. Vielen unmöglich und vielen als das Gegenteil von optimal. Dem kann ich nicht widersprechen. Für uns waren das Zahlen, die wir uns nicht gewünscht hatten. Wir haben gedacht, wir müssen das machen, aber wir können nicht widersprechen, wenn einer sagt, ich kann nicht mehr als zwei Doktoranden betreuen, nämlich ich will auch noch selber Forschung machen und meine Themen sind viel zu schwierig. Unser Prinzip hieß, jeder ist für seine Antwort verantwortlich. Er soll nach einer gewissen Zeit sein Thema besser kennen als sein Chef. Und um das zu ermöglichen, das ist das zweite Prinzip, jeder hilft jedem und das hat funktioniert. Ich lernte von meinen Kollegen, die Jüngeren lernten voneinander, die Assistenten und die Studenten konnten. Wir haben das so gemacht, wir gingen jeden Donnerstag gemeinsam durch das Institut und redeten mit jedem. Ich bekam jeden Monat einen Bericht von einer Seite und konnte dann mit ihm darüber diskutieren. Aber außerdem wurde jeder, dessen Thema sich mit anderen Themen überschnitt, auf diese verwiesen und alle halfen sich. Und bald war es so, dass ein Doktorvater vielleicht 10 Diplomanten half und bald auch selbst Variationen oder neue Themen vorschlug. Wir waren ja frei bei unserer Arbeit, jede nützliche Änderung des Themas, das war auch eine unserer Spezialitäten, war erwünscht und unerwartete Ergebnisse zu einem neuen Kurs anregten, waren die größte Freude. Und dabei wieder, muss ich sagen, war natürlich das Menschliche sehr wichtig. Die Motivation bei allen muss aus der Freude an den Problemen und ihrer Lösung kommen. Und an der Freude, an der Freiheit, zu diesen Lösungen beizutragen. Jeder muss das Gefühl haben, dass seine Ergebnisse ihm nicht weggenommen werden. Selbstsucht, Intrigen muss der Chef
und das muss der Chef tun, an der Wurzel bekämpfen. Niemand darf dabei weit kommen. Und unsere Erfahrung ist, dass auch in einem so großen Kreis eine Harmonie entstehen kann, ein Gefühl von Gemeinsamkeit, das bis in die Werkstatt reicht. Und eine große Hilfe kann das Sekretariat sein. Alle, die das in Heidelberg, in München erlebt haben, wissen, dass von Möhnle immer die Erste war, der Sorgen vorgetragen wurden. Sie war eine Säule des Erfolgs über dieses Jahr 85. Ich muss dazu noch etwas Allgemeines sagen. Vielleicht ganz kurz nochmal. Das, was ich über die Selbstlosigkeit gesagt habe, das habe ich im größten Umfang erlebt bei den vielen hervorragenden Wissenschaftler, Physikern und anderen Wissenschaftlern, die ich kennengelernt habe. Meine Erfahrung ist, dass sie alle selbstlos sind. Oder fast alle, um mal vorsichtig zu sein. Ich kenne zwei oder drei, wo das nicht der Fall war. Aber die Regel, und ganz wichtig, das erleichtert unsere Arbeit ganz ungeheuer im Gegensatz zu manchen anderen Fischern. Und dann eine große Hilfe bestand darin, dass wir ein Universitätsinstitut waren. Fast alle verließen uns nach einiger Zeit nach ihren Examina und ich habe nie versucht, jemandem zu helfen. Und das bedeutet, dass wir immer Platz hatten für Neue. Der Wechsel am Institut war ein entscheidender Vorteil. Es haben sich auch fast alle, die bei uns waren, nicht bei uns habilitiert, sondern anderswo und wurden dadurch selbstständiger, als sie bei uns geworden wären. Natürlich muss ich noch sagen, dass wir so viele Studenten hatten, war nicht unser Ziel, sondern es war notwendig. Denn die Studenten, die wir hatten, entsprachen einem Bedarf. Sie wurden gebraucht, wenige in der Forschung und viele in der Industrie und manche in der Verwaltung. Und dadurch war es eigentlich, ich sagte schon, eine Pflicht, dass wir dieses machten. Nun ist die Frage, natürlich muss man sich fragen, ob dieses System gut sein kann. Und ich habe schon lange gesagt, sagen wir, Einstein mit so vielen Studenten arbeiten zu lassen, wäre natürlich ein großer Unsinn gewesen. Wir müssen auch zugeben, dass Höchstleistungen des Denkens, die viel Zeit und das zum Teil in Einsamkeit erfordern, mindestens bei den Chefs behindert waren. Also wie gesagt, wenn einer sagt, ich kann keine oder nur wenige Doktoranden haben, muss ich das verstehen. Unser System ist, hat kein Monopol. Gell? Vielleicht ist noch ein Vorteil daran, dass wir mit dem gegenseitigen Helfen, dass wir damit auch eine gewisse Charakterbildung betrieben haben, die im Gegensatz zu anderen, manchen anderen Fächern uns genützt hat. Nun, heute ist das Problem ja anders, denn das Verhältnis Studenten zu Professoren hat sich im Gegensatz zu dem, was man sagt, jedenfalls in unserem Fach, hat sich sehr verändert. Es gibt weniger Studenten pro Professor oder mehr Professoren und wir müssen deshalb, und das wieder noch etwas Wichtiges, wir müssen anstreben, nachdem es jetzt Departments gibt, dass in diesem Bereich, ähnlich wie es in Göttingen vor 1933 war, jetzt die Professoren und ihre Studenten aus diesen verschiedenen Teilinstituten oder wie sie das nennen wollen, ebenso eng zusammenarbeiten, wie uns es gelungen ist in unserer Zeit mit wenig Professoren. Ob dies, ich muss gestehen, dass ich, mal vorsichtig, kaum Beispiele dafür kenne, ich meine, da möchte ich eine Aufforderung machen. Versuchen Sie den Kontakt mit allen Physikern in Ihrem, ich weiß nicht, wie das heute heißt, Fakultät oder wie, oder auch Fachbereich, mit allen so zu suchen, wie wenn Sie ein Institut, einen gemeinsamen Arbeitskreis machen. Oh je, ich bitte sehr um Entschuldigung, ich habe jetzt was gemacht. Vielleicht muss ich jetzt auswendig weiterreden, das ist nämlich eine Lücke.
Nun, gerade als wir eine gewisse wissenschaftliche Kapazität erreicht hatten, da kam die berühmte Konferenz in Genf über die friedliche Nutzung der Atomenergie 1955, wo viele geheime Erkenntnisse freigegeben wurden und mit dem Atoms for Peace Programm die Forschung mit Kernreaktoren ermutigt wurde. In Deutschland wurde Franz Josef Strauß Atomminister und in Bayern gab es eine Atomkommission und so weiter. Und die wenigen deutschen Kernphysiker, auch ich, mussten natürlich in beratender Funktion mitmachen. Aber bei uns gab es noch was Besonderes, nämlich plötzlich eine Sitzung in der Bayerischen Staatskanzlei, wo der Ministerpräsident Högner mich ganz nach 10 Minuten überraschend fragte: Herr Professor Meyer-Leibnitz, wollen Sie einen Forschungsreaktor haben? Da habe ich natürlich zugesagt und nun waren wir sehr beschäftigt. Ich hatte keine Ahnung von Reaktoren und ich fuhr nach Amerika, um die anzuschauen und habe mich sehr angefreundet mit den Reaktorbetreibern. Das war nachher für uns und vor allem für die Jüngeren etwas sehr Schönes. Wir wählten als Typ einen sehr einfachen, sogenannten Swimmingpool-Reaktor, der bei der Genfer Konferenz gezeigt worden war. Und der Reaktor wurde schon im September 1957 kritisch, wenn Sie heute an die Entwicklungszeit von auch Forschungsreaktoren, ich denke an Garching, denken, ist das ganz ungeheuer kurz. Und die Reaktorstation war von Anfang an ein Teil des Laboratoriums für technische Physik, also der Hochschule. Unsere Erfahrungen mit diesem System waren außerordentlich günstig. Denn erstens konnten wir die Arbeiten am Reaktor in die Ausbildung durch Forschung einbeziehen und so schon mit den Jungen ganz moderne Themen bearbeiten. Nämlich mit den Jungen, da können sie genauso gut Neues machen wie Altes. Das Alte ist ihnen genauso unbekannt wie das Neue. Es gibt aber ganz wenige, die diese Tatsache auszunützen wissen. Und zweitens, ganz wichtig, es gab an der Hochschule kein Gremium, das uns hätte hineinreden können. Sie kennen alle gegenseitige Erfahrungen, nehme ich an. Nur Finanzierung will ich vielleicht nicht sagen. Wir waren pro Versuch waren wir trotz Reaktor ganz billig. Nun folgte ein großer Aufschwung unserer Forschung, das hat Herr Putlitz schon gesagt und ich kann mich da eigentlich, das kann ich eigentlich weglassen, die kleinen Winkelstreuung von Neutronen, die bis in die Biologie hinein wichtig wurde, die wurde so ausgebaut, das hatten sie in England versucht und das ist einer meiner typischen Erfindungen, die ich gar nicht glauben kann, weil sie so einfach sind und jedes Kind könnte die auch machen. Wir haben nämlich das die Intensität dadurch um einen Faktor 10.000 erhöht, dass wir statt einem Apparat so lang einen Apparat 100 Meter lang gemacht haben, dann kann man am Anfang eine 100 mal 100 größere Quelle reintun und hat 10.000 mal mehr Intensität. Mit dieser Erfindung sind wir später, also vor allem in Grenoble, das ist die Methode geworden, die am meisten Kunden jedes Jahr angezogen hat und wo wir ein Monopol hatten. Das andere hat Herr von Publitz schon gesagt. Neutronen, Flaschen und alle diese Dinge, das brauche ich nicht nochmal sagen. Nun, an der Hochschule, das war sehr merkwürdig. Da wurde unser Aufstieg gelassen und fast immer freundlich hingenommen. Das hat sich erst nach einigen Jahren geändert, aber damals waren unsere Forschungsaufgaben eine Zeit lang ebenso hoch wie die der ganzen übrigen Hochschule. Allerdings wusste damals wohl schon jeder, dass den Universitäten ein großer Aufstieg bevorstand. Das war die Zeit, wo der Wissenschaftsrat wirksam wurde. Wir waren zahlenmäßig schon so groß wie die anderen 5 oder 10 Jahre später. Aber die Zahl der Ordinarien war nicht gewachsen und der Grund war natürlich der, das Geheimratssystem, dass jeder Professor ein Institut, Sekretär und alles für sich allein haben musste. Und das war der Grund, dass wir, und zwar hat Gentner das in Freiburg in Deutschland am ersten geplant und durchgesetzt, nämlich, dass wir das Department-System vorgeschlagen haben.
Das heißt, wir waren bereit, uns in einem gemeinsamen Institut zu vertragen oder zu hoffen, dass wir uns in einem gemeinsamen Institut vertragen werden. Und wir haben zu dritt eine Denkschrift ausgearbeitet, Department mit 20 Ordinarien und etwa 14 Teilinstituten, die Theorie sollte beieinander bleiben, die sich die Aufgaben in Lehre, Forschung, Verwaltung aufteilen würden. Und insgesamt ergab sich ein Bedarf von 300 Stellen, davon die meisten neu. Das war mehr, aber nicht sehr viel mehr als das, was wir im Institut mit den vielen jungen Leuten schon hatten. Und nun das Wunder war, dass dieser Vorschlag, ich war damals Dekan von der Fakultät und vom Senat der Hochschule, einstimmig befürwortet wurde. Ich schwöre Ihnen, dass das wahr ist, ich weiß, dass das kein Mensch glaubt. Und dann ging der Vorschlag ans Kultusministerium, das hatte nach kurzer Zeit ebenfalls befürwortet, dem allmächtigen Finanzministerium vorgelegt. Und dann zum Schluss, ich erinnere mich noch gut, es war ein Abendessen im Deutschen Museum, das heißt der allmächtige Herr Barbarino, Ministerialdirektor, hinter mir und nachher haben wir kurz gesprochen und plötzlich sagte er, also 80% bekommen Sie. Und dann haben wir innerhalb ganz kurzer Zeit haben wir das alles bekommen, wir mussten neue Berufungen machen, konnten junge, schön, gute junge Physiker suchen. Und wir haben dabei neue Hausberufungen vermieden. Alle, die wir von München berufen, die hatten vorher schon eine Professorstelle, obwohl sie so jung waren, anderswo gehabt. Jetzt, also alles ging, wir haben sogar einen japanischen Kernphysiker berufen und sehr geholfen hat. Dabei, das muss ich sagen, von Anfang an Mösbauer, der war damals in Amerika. Und er hatte schon einen Nobelpreis und den haben wir eingeschaltet und er macht das eine Rückkehr von der Verwirklichung des Departments abhängig. Nun, das war natürlich ein neues Leben. Als ich nach München kam, war ich der Jüngste und heute bin ich der einzige Emeritus, die anderen sind viel jünger. Alle anderen Fachbereiche haben vielleicht 10 Emeriti. Und dann kam wieder eine neue internationale Entwicklung, schon Herr von Publitz, nämlich der Vorschlag eines europäischen Forschungsreaktors mit hohem Neutronenfluss, möglichst mehr als in den USA. Ich will jetzt das ganz kurz behandeln. Wegen des Münchner Erfolgs wurde vorgeschlagen, dass ich für die ersten 5 Jahre der erste Direktor sein sollte. Es hat sich herausgestellt, dass die Europäer nicht alle mitmachen wollten, die Engländer wollten nicht und dann wurde es also französisch-deutsch. Ich weiß natürlich bis heute nicht, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, ob es richtig war, dass ich dieses Angebot angenommen habe. Es war nicht nur finanziell ein Nachteil, es war auch so, dass ich mir einbildete, das Department in München war dabei zusammenzuwachsen. Das hielt ich für sehr wichtig, ich meinte, dass ich mich dort durch Abwesenheit unnötig machte, nachdem ich vorher so viel Einfluss hatte. Ich bin nicht ganz sicher, ob dieser Gedankengang richtig war, aber Leute wie der Herr Haxel, ich erinnere mich, haben gesagt, trösten Sie sich, immerhin haben Sie in Honorbel etwas erreicht und das war ja auch wichtig. Aber das sind so Entscheidungen, wo man nie beschließen kann, was richtig ist. Nun gut, es wurde also nach Zustimmung der Regierung ein Staatsvertrag gemacht. Und nach 5 Jahren, das ist auch eine ungeheuer kurze Zeit, der Reaktor mit dem Laboratorium und einem schönen Satz von Versuchseinrichtungen, 400 Mitarbeitern, fertig und wurde ein sehr aktives Institut. Nun, ich will also davon nicht nochmal sprechen, wie gesagt, Herr zu Putlitz, aber der Reaktor gilt als der beste und am besten ausgenutzte der Welt. Leider gibt es jetzt Schwierigkeiten. Erstens ist eine Panne aufgetreten, die zu beheben 2 Jahre dauern wird und ob dann alle wiederkommen werden, ist nicht ganz sicher. Und dann gibt es ein allgemeines Problem, dessen optimale Lösung ich nicht kenne und das ein bisschen unerwartet war, nämlich, denken Sie an ein Institut wie unser Max-Planck-Institut in Heidelberg, das verkörpert eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die zusammenarbeiten und das Bewusstsein für ihre Erfolge teilen. Wer als Gast nach Grenoble kommt, kommt von einem solchen Institut. Aber dort trifft er Spezialisten, die die neuen Methoden entwickelt haben.
Er muss sich von ihnen helfen lassen und nachher ist nicht immer klar, wer eigentlich nun das Verdienst an dem Resultat hat. Oder das Recht, an einem neu eröffneten Gebiet weiterzuarbeiten. Natürlich kann man gemeinsame Veröffentlichungen anstreben, aber das beantwortet die Frage nicht. Man sollte denken, dass dies keine ernsthafte Schwierigkeit sein, aber es scheint doch eine zu sein. Zum Beispiel höre ich, dass die jungen Franzosen keine Lust haben, nach Grenoble an den Reaktor zu kommen, weil sie meinen, das schadet ihrer Karriere. Solche Dinge gibt es. Und eben überhaupt ein Institut zu verlassen und sich der Autorität einer ihnen fremden Einrichtung auszusetzen, das ist nicht jedermanns Sache. Ich war beim Reaktor, nachdem die Versuche in Betrieb kamen, war ich nicht mehr da, ich kann also nicht mitreden. Es ist offenbar so, dass ein internationales Institut leicht in Schwierigkeiten haben, weil die Angehörigen der beteiligten Länder ihre eigenen Bedürfnisse voransetzen wollen. Natürlich, CERN in Genf ist eine Ausnahme des Wissens, es gab sogar einen Nobelpreis. Nun, 1972, nun war dies Abenteuer für mich zu Ende. Ich kam nach München zurück, ich war inzwischen allein und ich war ein Fremder geworden. In der Vorlesung hatte ich statt 300 Hörern noch 20 und der Übergang zu einem neuen Arbeitsgebiet, ich neigte damals zur Elektronenmikroskopie, war nicht einfach. Nun aber, wie das so geht, und es geht, glaube ich, fast allen so, dann kam Angebot, Wissenschaftsratsmitglied zu werden. Das ist ja ein sehr wichtiges Gremium gewesen, das Vorschläge in Zusammenarbeit von Politikern und Wissenschaftlern zur Verbesserung von Forschung und der Struktur von Universitäten zu machen und oft sogar gute. Und das war schon fruchtbar, aber für mich hat es dann dazu geführt, dass ich das vorgeschlagen wurde, dass ich Präsident der Forschungsgemeinschaft würde. Und ja, aus verschiedenen Gründen war der sachlich wohl am ehesten zu vertretende, nämlich, dass wenn ich das nicht angenommen hätte, dann der andere Kandidat nichts getan hätte, die geplante, auf Anwendungen gerichtete Forschung ein Übergewicht im Sinn von Zeitgeist gewinnen zu lassen. Also war ich dann sechs Jahre lang in Bonn. Und dies war das erste Mal, dass ich eine verantwortliche Stelle in einer Organisation bekam, die schon lange ihre Form gefunden hat. In Heidelberg hat sich das Institut in unserer Zeit entscheidend verändert. In München war das Laboratorium nach kurzer Zeit nicht wiederzuerkennen. Und in Garching wie in Grenoble gibt es Bilder von einer leeren Wiese, vielleicht mit einem Pflock darauf, Reaktormitte und irgendwelchen Schafen, die da als die früheren Benutzer zu besichtigen waren. Ich meine, ich hoffe, dass ich trotzdem, also ein fertiges Institut ist ein, ich will also vielleicht höflich sein, eine schwierige Aufgabe. Denn man muss jeder Einzelne weiß genau, was er will, was er zu tun hat. Die Sekretärin weiß ganz genau, hier, Herr Professor, müssen Sie unterschreiben, mehr braucht sie nicht zu tun, oder kommt sie mit einem großen Stoß Papiere und sagt, das brauchen Sie nicht zu lesen. Und sich gegen das alles durchzusetzen, ist ein bisschen übermenschlich. Aber wir haben schon ein bisschen was erreicht für die Freiheit der Forschung und für ein erträgliches Verhältnis zur Politik. Der Präsident der Forschungsgemeinschaft lernt alle Mitglieder kennen. Und ich muss gestehen, dass ich vielleicht mir ein bisschen geholfen habe mit einem nicht ganz billigen Ausweg. Ich habe also für die Politiker gekocht und es hat allen sehr gut gefallen, denn das Essen, die großen Essen sind ja kein Fest, wie man sonst immer glaubt. Und wir haben uns dann eigentlich fast alle relativ gut vertragen, auch die, die ganz anderer Meinung waren als ich. Aber natürlich blieben viele Probleme ungelöst und ich verließ Bonn mit einem schlechten Gewissen. Und dann kam noch etwas dazu, natürlich hatte ich damals zum ersten Mal ziemlich von der physikalischen Forschung ganz gelöst. In Grenoble war ich noch zwei Drittel meiner Zeit tatsächlich Physiker mit Ideen und mit Reden über Physik. Und ich bin nicht mehr zur Forschung zurückgekehrt, denn experimentelle Forschung erfordert die ganze Zeit
eines Menschen. Ich glaube, dass es schon wahr ist, wenn ich das behaupte. Jetzt beschäftige ich mich vor allem mit Fragen, die mir gestellt werden. Ich halte Vorträge über Struktur der Hochschulen, Forschungspolitik, Zusammenhänge zwischen Gesellschafts- und Naturwissenschaften, Kommunikation der Wissenschaft mit der Öffentlichkeit, mit dem nicht sehr beliebten Wort Rhetorik, wo ich noch viel mehr lernen möchte. Rhetorik, die moderne Rhetorik, ist der Versuch, mit guten Argumenten zu guten Entscheidungen zu kommen. Also im Gegensatz zu dem Ruf, den die Rhetorik hat, ist etwas ganz wichtig. Vor allem muss man auch die Haltung des Publikums besser verstehen. Da gibt es sehr viel zu lernen, sehr viel auszutauschen. Und ich muss als Letztes sagen, ich bin froh, dass alle diese Tätigkeiten beratender Natur sind. Denn ich meine, dass die Entscheidungen diejenigen treffen müssen, die in ihrer eigenen Arbeit davon berührt werden. Und so fällt mir zwar furchtbar viel ein, was ich unbedingt tun muss, aber wenigstens weiß ich, dass ich keine Personen schädige. Die müssen allein beschließen, was sie machen wollen. Danke Ihnen sehr.